Was ändert sich in Russland 2020? Langsam wird es höchste Zeit, sich diese Frage zu stellen. Denn bis es soweit ist, ist nicht mal eine Woche übrig. Also auf in unsere Vorschau. Und es geht viel ums Geld. Hallo zu Russland Live. Wenn man hier in den Zeitungen und Online-Zeitungen nachschaut, was sich in Russland zum 1. Januar alles ändert, so ist das Hauptthema die Preise. Und zwar nach oben. So wird durch eine Steuererhöhung beispielsweise Wein und Sekt teurer. Um etwa 10% laut Experten. Das gilt für alle Weine, die nicht zur Branntweinherstellung genutzt werden. Schreibt zum Beispiel die Online-Zeitung Lenta. Da ist es gut, wenn man noch im alten Jahr für die Silvesternacht noch etwas mehr eingekauft hat. Einkaufen im benachbarten Ausland wird übrigens auch schwerer. Ab 2020 darf man nur noch Waren für etwa 200 Euro statt für 500 Euro aus den Nachbarländern zollfrei mitbringen. Da ist es gut, dass 2020 nach den Wirtschaftsprognosen wenigstens der Rubel stabil bleiben soll. Die Einnahmen aus dieser Steuer sollen einheimische Winzer aus Russland unterstützen. Da es davon aber nicht so viele gibt, wie beispielsweise in Deutschland, wird diese Unterstützung den Preisanstieg wohl nicht bremsen. Teurer werden außerdem Autos, wegen einer höheren Recyclinggebühr, die die russische Regierung unter Medvedev für 2020 ebenfalls beschlossen hat. Das wird beim Autopreis nach Schätzungen 2-5% ausmachen. Auch zu schnell fahren sollte man mit seinem Auto nicht. Die Toleranzgrenze für Geschwindigkeitsübertretungen ohne Bußgeld wird auf 10 km pro Stunde gesenkt. Für 2020 weiter geplant ist übrigens der Bau des ersten russischen Elektroautos. Wer in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, zahlt ab dem 1. Januar teilweise ebenfalls mehr, etwa in der Moskauer Metro, wo jede Fahrt 2 Rubel teurer wird. Und in der Petersburger Metro, wo eine Einzelfahrt sofort 10 Rubel mehr kosten wird. Eine weitere voraussichtliche Preiserhöhung betrifft Bioprodukte, die dafür aber verlässlicher Bio werden. Denn ab dem 1. Januar darf nur als Bio verkauft werden, was zertifiziert wird. Dadurch werden Bioprodukte automatisch seltener, sicherer und teurer. Momentan darf noch jeder alles als Bio verkaufen, was er will. Und was wohl wirklich für die Leute, außer den Verkäufern, keine gute Sache ist. Haben die Russen 2020 auch mehr Geld, um all die höheren Preise zu bezahlen? Das kommt darauf an. Wer zum Beispiel zum gesetzlichen russischen Mindestlohn arbeitet, der wird zum 1. Januar um 850 Rubel, also etwas mehr als 12 Euro, pro Monat angehoben. Die übrigen Arbeitnehmer werden eher magere Lohnerhöhungen zu erwarten haben, denn die Aussichten für die russische Wirtschaft sind gemischt bis mäßig. Der Öl- und Gaspreis soll nach Prognosen eher niedrig bleiben, schreibt die Wirtschaft-Fachzeitung Goodmood Trader. Es wird mehr Öl gefördert werden. Die Weltwirtschaft ist aber in einer Rezession. Ob diese länger andauert, wird sich auch auf Russland auswirken. Das Wirtschaftsportal OWC schreibt weiterhin, dass die russische Inlandsnachfrage schon länger eher schwach ist und 2020 nur wenig wachsen wird. Ob es mit der Wirtschaft wieder mehr aufwärts geht als im schwachen Jahr 2018, wird nach Ansicht der Wirtschaftsexperten von verschiedenen Faktoren abhängen. Wichtig ist hier beispielsweise die in Deutschland viel diskutierte Gaspipeline Nord Stream 2. Wird sie planmäßig fertig, wird sie Geld in die Kassen spülen. Ebenso wie die neue Sila-Sibir-Pipeline nach China. Werden die USA es schaffen, den Pipeline-Bau zu verzögern, schadet das auch der russischen Wirtschaft. All diesen Probleme, die ja aus der Politik in die Wirtschaft strahlen, versucht die russische Regierung mit einer wirtschaftlichen Hinwendung nach Asien zu begegnen. Hierzu hat Julia ja schon ein paar Videos gemacht, die am Ende mit verlinkt sind. Die Wirtschaftssanktionen sind direkt laut Analysten aber keine so großen Wachstumsthema mehr. Auf sie habe man sich nach den vielen Jahren eingestellt. Für wichtig halten viele Unternehmer auch die Eurasische Wirtschaftsunion, in der sich Russland mit mehreren mittelasiatischen Staaten zusammengeschlossen hat.
Die russische Regierung versucht weiter mit einer Steuerentlastung für kleinere Unternehmer die Wirtschaft anzukurbeln. Weiter steigen einige Sozialleistungen, um den Leuten mehr Geld zu verschaffen. Etwa das Kindergeld, das Mutterschaftsgeld und die Renten sollen steigen. Die Renten um 6,6%. Die Betreuung von Kleinkindern zwischen 1 und 3 Jahren wird für einige Leute ebenfalls günstiger durch eine Gesetzänderung, die Putin selbst angestoßen hat. Besser soll es der russischen Wirtschaft nach den Prognosen von OWC erst wieder ab 2021 gehen. Das passt übrigens zum Aberglauben vieler Russen. Denn 2020 wird ein Schaltjahr sein. Und ein alter russischer Glaube sagt, dass ein Schaltjahr ein schwieriges Jahr sein soll. Aber Ende 2020 hoffe ich dann schon auf einen optimistischeren Jahresausblick für Russland für 2021. Wie auch immer das russische 2020 wird, bei uns erfahrt ihr es authentisch und direkt von hier. Andere Videos meiner Reihe Russland Live gibt es jeden Mittwoch und unter dem jetzt eingeblendeten Link. Abonniert uns für aktuelle Russland-News oder schaut in unserem Shop vorbei. Und ich wünsche euch einen guten Rutsch nach 2020.